Hallo und herzlich willkommen zu unserem letzten Video aus Mallorca. 3 Monate neigen sich dem Ende entgegen. Morgen fahren wir mit der Fähre rüber. Wir sind jetzt noch den letzten Tag hier bei Ina und Markus. Also eigentlich nicht den letzten Tag. Es ist mittlerweile schon Nachmittag. Und ja, wir müssen gleich uns auf den Weg machen Richtung Palma. Weil morgen um 11 geht die Fähre. Wir treffen uns nochmal mit David und Melli. Wollen nochmal einen letzten Abend verbringen. Und es fällt uns schon irgendwie schwer, müssen wir sagen. Weil Mallorca ist jetzt irgendwie so unser Safe Space geworden und es ist wieder, wie wir im Q&A gesagt haben, es ist wieder so der Start ins Ungewisse, aber ja, es wird Zeit und wir freuen uns. Ich fülle jetzt nochmal schnell Wasser auf und dann räumen wir auf und dann machen wir uns so langsam los. Yeah, yeah. Okay. It's about time for me to go in, like I dive deep. Like I'm last week night with the flow here, Johnny boy my peeps. I'm an infotainment stain, my brain ain't contained. Keep spilling out, I'm belligerent and insane. My drink don't stay in place, eh? And I'm just two girls, one company. Keep it hipster like... So, tschüss. Tschüss, Oscar und Laura und André und Luna. Tschüss, Luna. Tschüss. Oh. Du willst hier bleiben, ne? Tschüss, Maus. Tschüss, Maus. Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Oh, Laura. Oh, wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Ja. Wann auch immer. Ne? In Schweden, wenn wir unsere Hütte in Schweden haben. Spätestens. Oh, ja, da könnt spätestens, ihr euch ja. Jetzt sind wir gleich am Platz, wo Melli und David auf uns warten. Das ist irgendwie so der einzige Platz nahe Palma, der einigermaßen schön ist. Wir sind bis Palma jetzt ungefähr noch morgen dann 20 Kilometer, die wir zurück nochmal müssen. Die Straße jetzt hier vor uns, die sieht ein bisschen ungeil aus, aber das packen wir noch, oder? Ja, wir sind ja schon ein paar Mal gefahren. Ja, genau. So, den letzten Palma-Abend wollten wir, Mallorca-Abend wollten wir nochmal ein bisschen schön verbringen und nicht in der Stadt. Wir sind nämlich ganz schön traurig, dass es zurückgeht. Irgendwie... ist schon schade, aber es ist an der Zeit. Oh. Hallo, wie dich bist du noch da? Hallo, Ni! Na, hi! Nicht rausspringen, Luni. Schön, dass ihr wieder da seid, Leute. Ja, also wir haben jetzt hier lecker gekocht bekommen. André und Laura haben gekocht, genau, und zwar leckere Gabi. Das Rezept, das verraten sie euch dann wahrscheinlich in dem Kochbuch, was irgendwann in den nächsten Wochen oder Monaten rauskommt. Und ja, wir freuen uns, dass wir was dazu beisteuern konnten an dem letzten Abend hier auf Mallorca, ne? An dem letzten gemeinsamen Abend hier. Was sagst du? Traurig? Ja, schon sagen, was wir dazu beisteuern. Schon traurig. Aber es muss weitergehen. Prost. Darauf trinke ich jetzt eine Apfelschorle. Genau. Ja, genau, und ich Prost, Sprudelwasser. Ja. Prost. Leben als Bewegung. So, wir sehen uns irgendwo wieder auf dieser schönen Welt. Guckst du, ob die Heimat oder was?
So, der letzte Morgen. Ich mache jetzt hier in Ordnung. André braut Luna aus und dann müssen wir eigentlich auch schon los. Die Fähre geht nämlich um 11.30 Uhr, haben wir glaube ich schon erzählt. Wir müssen um 10 Uhr ungefähr am Hafen sein. Das schaffen wir. Schaffen wir? Stäbchen. Ja. Der ganze Parkplatz. Oh, Luni. Ja, wollt ihr schon spazieren? Klar. Ja. So, mal wieder ein bisschen zu spät dran, aber gerade noch so pünktlich fahren wir. Und ja, es ruckelt ganz schön. Ich glaube, jetzt muss Luni erstmal auf meinen Schoß. Das mag sie ja nicht so, oder? Nee, sie legt sich hin. Alles gut. Genau, wir fahren jetzt zur Fähre, dann schauen wir mal, ob wir da noch lange warten müssen, oder? Wo Fähre? Wir müssen mal ein navigieren, wie wir da hinkommen. Und wo müssen wir überhaupt hin? Ich navigiere ja, gleich. Ja, kannst du gleich mal machen. Okay, ja, wir fahren erstmal und... Wir sehen uns bei der Fähre wieder. Oh Gott, ist immer so Stress an so einem Hafen, weil hier ist nichts ausgeschildert irgendwie. Wir wussten überhaupt nicht, wo wir hin müssen. Aber wir sind jetzt hier, unser Schiff heißt Bahama Mama. Bahama Mama. Oh, sorry. Und wir haben nochmal voll den schönen Blick auf Palma, auf die Kathedrale. Ach ja, wo? Na da. Ach ja, auch. Ist eigentlich nicht zu übersehen. Naja, aber du sitzt davor. Ah, tschüssi Mallorca. Oh, und diese Berge. So schön. Foreign after Bahama Mama. Bahama Mama. Bahama Mama. Bahama Mama. Bahama Mama. We got the hope now.
Just for tonight, I want to believe. So keep on coming closer. Keep me hanging on. Let me feel your body. I want you to know. So, da habe ich jetzt eine ganze Weile dran geschnitten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind gleich da. Noch eine Stunde haben wir vor uns. Ja, haben wir es gut rumgekriegt? Eigentlich schon, oder? Ja, wir haben die Zeit. Dieses Sofa gefunden. Genau, wir haben hier so ein ganz chilliges Sofa gefunden. Nachdem André hier den Fernseher ausgestopselt hat. Ja, da oh war Gott, so ein Fernseher. Oh Gott, der hat mich so genervt. Das war so laut. Müssen wir gleich wieder den Stecker reinstecken. Ja, also wir haben es gleich geschafft. Wow, wir haben es geschafft. Es ist jetzt wie spät? Halb neun. Ja, ich meine, der Parkplatz ist jetzt nicht. Nicht schön, aber für eine Nacht wird es reichen. Morgen machen wir dann Valencia. Und ich denke mal, dann verabschieden wir uns auch wieder aus der Stadt, oder? Wenn wir dann alles gesehen haben. Schon. Ja, und es ist heiß hier. Es ist richtig heiß. Und wir müssen jetzt mal mit Luna raus. Wow, hier ist direkt richtig was los hier in Valencia. Ganz anders wie auf Mallorca. Party. Richtig Party hier überall. Hier, die hier Bars sind voll. Wow, voll ungewohnt. So, wir haben uns jetzt aufgerafft, es ist jetzt ungefähr 11:30 und wir laufen jetzt in die Stadt. Wir haben uns dazu entschlossen, hier stehen zu bleiben. Es sind 5 Kilometer bis ins Stadtzentrum, aber wir dachten uns, vielleicht entdecken wir so ein paar coole andere Sachen auf dem Weg dahin und darum gehen wir jetzt einfach 5 Kilometer in die Stadt. Wir sind jetzt 5,5 Kilometer in die Innenstadt gelaufen und es ist schon eine Nummer anders wie Palma. Also ganz. Boah, war was? Auch nichts Schönes, was wir jetzt gesehen Nein, haben. Nein, bis jetzt durch, kam echt ne? noch nichts Schönes. Oh, und es ist hier was los, das ist der Wahnsinn, ey. Wie viele Autos, Menschen hier unterwegs sind, so im Vergleich. Wir sind so international. Nee, im Vergleich zu Palma ist das hier echt schon eine andere Nummer. Das ist eine Riesenstadt, wirklich. Also wir haben bis hierhin, wir sind jetzt in der Stadtmitte ungefähr, 5,5 Kilometer gelaufen vom Hafen. Also ich würde gerne sagen, es hat sich gelohnt. Aber bis jetzt noch nicht. Wir gucken mal, was gleich noch kommt. Okay, irgendwie sind wir noch ein klein bisschen überfordert hier. Also alles, was wir sehen, ist eine riesengroße Baustelle. Und ja, wir sind ein bisschen orientierungslos und wissen nicht genau, wo wir hin sollen. Jetzt wollen wir eigentlich in Richtung so einem hippen Viertel laufen, aber es ist 14 Uhr und alle haben jetzt Siesta, also hat wahrscheinlich alles zu. Aber ich denke mal, wir laufen trotzdem erstmal in die Richtung und dann schauen wir mal. I've been dreaming all night, bringing me some inspiration. Never meant to love no one, but baby, I saw you for a second and I'm happy that you came my way. Don't wanna waste no time without you ever brightening up my days. Never meant to fall so hard. Wir sind jetzt ein bisschen weitergelaufen und zwar ins Viertel Rusafa. Und hier ist es schon deutlich schöner, gefällt uns mehr. Hier sind auch nicht so viele Baustellen und vor allem das Schöne ist, hier fahren nicht so viele Autos lang. Wir haben jetzt ein kleines veganes Café rausgesucht. War ein bisschen schwer, weil die haben Fritz-Cola, aber sie haben nicht verstanden, was wir wollten, weil ich weiß nicht, wie man das im Spanischen ausspricht.
aber wir haben sie jetzt gekriegt und jetzt warten wir aufs Essen und wollen dann gleich nochmal hier durch die Gassen bummeln, weil gerade hat natürlich alles zu, ne? Siesta wie immer. Wie immer, wenn wir unterwegs sind. Ja. Wir kriegen es irgendwie nicht hin. Aber die Sonne ist jetzt auch rausgekommen, jetzt wird es richtig heiß. Und mal gucken. Aber das hat sich richtig gelohnt, dass wir doch nochmal in dieses Stadtteil Roussafa gelaufen sind. Jetzt sind wir ein bisschen ins Modernere gelaufen. Und zwar ist das hier irgendwie so ein altes Flussbett, was bebaut wurde. Und da stehen so ganz moderne Bauwerke. Aber wir sind richtig gut in Geschichten erzählen, oder? Und gucken wir uns jetzt auch mal an. Ah, das war gerade richtig cool. Da stehen richtig viele von diesen diesen muschelartigen Gebäuden. Also da ist 5 Stück oder so. Hier in diesem alten Flussbett. Die laufen wir auch gerade drin. Ne? Richtig cool gemacht. Das hat mir richtig gut gefallen. Bin selten so begeistert von so neuen Gebäuden. Aber das war schon cool, oder? War schon cool, aber ich bin K.O. Ja, wir sind auch, glaube ich, gerade erst nur so 15 Kilometer gelaufen. Haben wir jetzt noch ungefähr 3 Kilometer vor uns. Und gestern, sage ich noch aus Spaß, weil wir die ganze Zeit auf der Fähre saßen, oh, lass mal morgen 20 Kilometer durch die Stadt rennen. Toll, dass das wirklich passiert, hätte ich nicht gedacht. Das schaffen wir gleich. Komm rein. Und was sagst du? Wie viel sind wir gelaufen? 18,5. Oh, das geht auch. Die anderthalb hätten wir mal geschafft, oder? Oh, ich bin jetzt fertig. Eigentlich nur kurz noch so ein anderes kleines Viertel von Valencia uns anschauen. Und auf einmal sind wir auf einem riesengroßen Markt. Hier gibt es ganz viele Secondhand-Stände, wo irgendwie alles 1 Euro kostet. Dann ganz viele so Ramsch-Textilstände und es ist unnormal groß. Es ist wirklich riesig. Also da geht's rein, dann da hinten die Querstraße, da, wow. Und da geht's auch noch weiter. Wahnsinn. Heftig, ja. Also weiter geht's. Wir waren gestern schon die ganze Zeit auf der Suche nach einer Mate und jetzt haben wir hier diese Charity-Mate gefunden. Ja, ich bin ja so ein Mate-Fan. Und es ist halt schwierig, irgendwo in Spanien Mate zu finden. Die ist richtig lecker. Oh, und kalt. Die ist wirklich gut. Wir sind nämlich auf Tipp von David und Melli, suchen jetzt immer Speciality-Coffees. Da gibt es eben diesen ganz besonderen Kaffee und da haben wir jetzt eine Mate gefunden. Geil. Ja, und so schnell sind wieder 6 Kilometer auf der Uhr. Das ist wieder ganz schön übertrieben heute. Ah, und durch den ganzen Rucksack schleppen tun meine Schultern so weh. Unser Plan ist ja, dass wir jetzt zu so einem warmen Fluss fahren. Der soll 25 Grad haben. Das ist zwar nicht heiß, also nicht irgendwie wie eine geile heiße Quelle.
Oh, aber ich hatte so Bock, in so einen Fluss jetzt zu springen. Einfach in den Fluss reinspringen, ja. Der ist nicht weit von hier. Also sind jetzt irgendwie, was haben wir auf... Ich glaube 60 Kilometer. Nee, 84 Kilometer. Oh, so doch so. Genau, ist jetzt ein kleines Stück haben wir noch vor uns. Und dann hoffen wir mal, dass wir wieder ein bisschen im ruhigeren sind. Weil so Städte machen zwar immer Spaß, aber ich bin dann auch froh. Es reicht halt nach ein, zwei Tagen meistens. Genau, ich bin dann auch froh, wenn wir wieder weg sind. Vor allem, weil der Parkplatz nicht so schön ist. Also wir stehen halt auf einem Parkplatz. Ja, okay, wir sehen uns da. Nach Empfehlung von einem von euch sind wir nach Montaneos gefahren. Und zwar ist hier ein Fluss, der wohl besonders warm sein soll. Sowohl im Sommer als auch im Winter soll er mindestens 25 Grad haben. Also es sind irgendwie auch Quellen, die da wohl reinfließen. Müssen wir jetzt ein kleines Stück hinlaufen und freuen uns, oder? Auf jeden Fall wollen wir mal reinspringen. Einfach so ein bisschen erfrischen. Gerade nach dem Stadtbesuch heute. Ja. Mal so die ganze Stadtdreckigkeit. Dreck. Stadtschmutz abwaschen gleich. Müssen wir noch ein kleines Stück laufen. Cool, oder? Oh, es ist so schön. Kann ich hier stehen? Aber so richtig heiß ist es nicht. Oh, das ist mega angenehm. Ja, also jetzt fühlt es sich richtig warm an, jetzt wo man drin ist. Oh, und das ist so schön, mal wieder ein Süßwasser. Also nichts gegen das Meer, aber das ist quasi eine Dusche gerade. For free. Mal gucken, wie schön das da hinten einfach aussieht. Aber ich traue mich nicht um die Ecke. Ich weiß nicht, wo wir sind genau, aber wir sind am Schlafplatz und es ist so schön, oh mein Gott, mit dieser Stadt da hinten. Richtig, richtig toll. Und das ist ein Stausee und wow, wie es einfach da hinten aussieht. Sieht richtig toll aus, das Wasser ist auch so krass klar. Wow, ist das mal. Ich bin jetzt aber auch fertig und ich habe auch jetzt erstmal keine Lust mehr auf Stadt. Das war jetzt ganz schön viel. Jetzt erstmal. So, wir haben uns jetzt unser schnellstes Lieblingsessen gemacht, und zwar Erdnussnudeln. Mit Süßkartoffeln. Süßkartoffeln. Oh, so. Und was haben wir noch gemacht gerade? Fotos fürs Kochbuch. Genau. Wir sind jetzt richtig, richtig im Game und ich will das eigentlich Mitte Juni fertig haben. Sportlich. Ambitioniert aber. So, dann lassen wir es uns jetzt schmecken. Mit dieser wunderschönen Aussicht. Schau ich das nochmal an. Wow. Fertig. Nein, das kann nicht mit rein. Was soll ich denn sagen?